So, und willkommen zurück zum zweiten Teil von The Metro Last Light. Hey, was haben wir denn da? Neuer Auftrag. Da müsste da zu sehen sein, oder? Ne. Ist immer noch der alte. So. Das ist hier das leckere Mädchen, der Scharfschütze. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Die Schwarzen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Nur sechs im Kopf hier. Müssen wir selber mal so einem Typ gegenüberstehen. Kann ich mir auch Gedanken drüber machen. Mich mit ihm zu paaren. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Ja, ich sehe es ja schon, nichts zu finden hier. Nichts, nichts. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Jawohl. Okay, jetzt kann man gleich schon Knarren auswählen. Aha. Feuer, Feuer. So. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Bin mal gespannt, ob man da so einen Schwarzen treffen. Ich versuche dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampe. Bist du bereit? Dann los. Tasche Funzel. Ah, alles klar. Passt auf, die Türen schließen sich. Viel Glück. Ja, danke, du Arsch. Was werden wir brauchen? Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz noch. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Toll, das hast du gut gemacht. Kack mir in die Hosen hier. Alles klar, los geht's. In Ordnung, die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Na dann. Bewegung, ich komme nach. Bewegung. Ach, Scheiße. Geh nach rechts. Links ist deine Sackgasse. Mäuse. Es geht nach rechts. Ja, warte, warte, warte. Ich will mal gucken, gucken. Verdammt, ja. Mein Gott. Gibt's hier was? Nichts. Nichts. Nur Tote hier. Uiuiuiui.
Ah, mein scheiß Mäuse. Oh, so. Was war das? Aber es ist ein Schwarzer. Bin im Haus. Maske. Jawohl. Pfui. Ach, geil. Was ist der Prinz? Die Spinnweben. Geile Sache. Spinnenweben. Ah. Okay, jetzt gucken wir mal. Wo ich die hoch? Da hoch, glaub. Ich bin Hase. Ein ganz kleiner Wuschelhase. Scheiße. Sieht geil aus, geile Grafik, muss man echt sagen. Hilf mir hier mal! Was war das? Was hat der da weggekickt? Ach so. Leichen. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein Schmarschlag-Immun. Also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die Geil. Aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wie hat den Funkkontakt? Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Dann leck mir mal Arsch, weißt. Wo muss ich rein? Ach so, okay, die geht da hoch. Und ich muss rein. Nee. Oh nee. Oh fuck. Oh. Da wo das Mist war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist sehr schön. Wird es für eine Bewegung. Mach dich bereit. Recht von dir. Ich arbeite dran. The fuck? Mein Gott. Das Geheule war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Noch drei. Weiter so. Noch weiter. Komm, komm. Da sind noch mehr. Ich schieß. Wo? Wo? Fuck, 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 fuck. Mein Gott. Mir geht's scheiße. Scheiß Sumpf da, mein Gott. Was war das? Wie geht's? Ah.
so Filter. Wechsel die Filter. Okay, Lito, okay, Lee. Jetzt wissen wir das auch. Scheiße. Wo? Ich sehe ihn doch gar nicht, du Arsch. Oh. Scheiße. Was, spring auf ihn? Bist du blöd oder was? Spring auf ihn! Ist er das? Oh fuck! Ah, das war das. Oder das ist das Gedankenmanipulierer-Scheißdreck. Mein Gott, was soll das? Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Vor wem? Krimisch, krimisch. Diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls ans Reich ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten?
Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Lang lebe Genosse Moskwi! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch, aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt ihn hier zur zweiten Einheit. Und jetzt, du Sack. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Ah. Hey, du! Jawohl. Bitch. Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin in der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Jawohl, Kollege. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Keine Ahnung, irgendwas im Müllschlucker schmeißen. Wahrscheinlich hier das Knöpfchen drücke und dann runter damit. Mach mal, komm. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Du zuerst, los. Rein in die Scheiße. Langsam. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Oder? Jetzt bleib leise, sonst erledigen die hier alle. Scheiße. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Okay. Schatten sind dein bester Freund. Nicht schlecht. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Hey. Lass mich mal hoch, ja? Oh. Blaub. Und ich? Scheiße. Ah, jetzt ja. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Bewegung! Ja. Mir nach. Geile Sache hier. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Okay, alles klar. Aber nicht zu früh anfangen, ja?
Los! Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Wann soll ich? So an, als wäre irgendwas runtergefallen. Etwas Putz vielleicht. Es ist so verdammt feucht hier drin. Frag die Gefangenen. Gefangene 130. Hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich weiß nicht. Ich schwöre bei Gott. Wann darf ich ihn töten? Okay. Schnapp dir so viele wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle beflügelt werden. Okay, schraub die Glühbirne raus. Was? Okay. Müsste doch heiß sein, sag mal. Drüben latscht einer. Darf ich jetzt du rüber? Du bist auf dieser Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Okay. Hey, Spartaner. Katz und Beinbruch. Essen, mein Leben ist mehr. Darf ich den töten? Ich glaube schon. Ist deinen Zellen genossen, wenn du so. Hey. Öffne die Zelle, Mann. Das Schaltpanel ist im Wachraum. Ey. Ey, Alter, was? Hör auf zu schubsen. Nun, junger Mann, wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen. Versuch aber etwas diskreter zu sein. Ich möchte nicht für deine Fehler bestraft werden. Ey, Mann, öffne die Schlüssel. Da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. Da rein, hä? Was sagst du? Du hast ihn festgelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe grüne Giftpilze, pfui. Wie habe ich meinen Sohn gesehen? Dieser Händler von der Hanse hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ja, die handeln um Gewehrmunition da unten. Dann haben sie hier nichts mehr zu suchen. Ah, in die Kaserne mit ihnen. Ja, der Oberscharführer. Scharfsrichter, ja. Haben sie Messerwerfen geübt hier. Okay. Alles klar. Wo ist die Sau? Da ist einer. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Und dann sieht man sich später wieder. Ciao, ciao.